Herzlich willkommen von unserer Seite. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich alle eingeloggt haben, dass wir Ihnen heute so ein bisschen was über das Thema souveränes Auftreten in Business-Situationen mit auf den Weg geben können. Und ich würde dann ganz gerne nach einer kurzen Vorstellung Ihnen erklären, worüber wir heute sprechen. Also einmal das Thema Business-Etikette natürlich mit den Inhalten Grüßen und Begrüßen, richtige Anrede. Auch Kleidung im Beruf, das jetzt mal so ganz salopp Dress for Success genannt, Business Essen, bisschen zum Verhalten im Ausland und wir möchten auch ganz gerne mit ein paar Etikette-Märchen aufräumen. Grundsätzlich sei gesagt, dass Sie gerne immer die Chat-Funktion nutzen können, um uns Ihre Fragen zu stellen. Wir werden dann versuchen, diese möglichst einfach während des Vortrags zwischendurch oder auch im Anschluss zu beantworten. Mein Name ist nach wie vor Nadine Hildach. Ich möchte mich auch deswegen gerade kurz bei Ihnen vorstellen. Ich bin 34 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich komme aus Düsseldorf. Ich bin seit 10 Jahren im Personalwesen tätig und seit 2009 habe ich die Position Operations Manager für Recruiting Events hier bei Access Kelly OCG inne und ja, habe in der Zeit über 80 Karriereveranstaltungen für Access mit verschiedenen Unternehmen und Zielgruppen betreut und ebenso auch sehr viele Situationen zwischen Unternehmen und Teilnehmern hautnah miterleben können, sodass ich Ihnen daraus einfach auch ein paar Informationen und Handlungsempfehlungen einfach zum richtigen Auftreten dann noch mit an die Hand geben kann. Und damit wir so vermeiden, dass Sie hoffentlich dann zukünftig nicht ins Fettnäpfchen treten. Mit mir hier zusammen ist meine Kollegin Martina Glass. Ich übergebe mal kurz das Wort. Martina. Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen zu unserem heutigen Webinar. Ja, mein Name ist Martina Glass, ich bin 49, ebenfalls verheiratet. Ich komme nicht aus Köln, das wäre sehr gemein allen Kölnern gegenüber, dies zu behaupten, aber wir wohnen schon sehr lange hier in dieser Region. Ich bin seit 2008 bei Access und seit 3 Jahren im Bereich Recruiting Events als Senior Event Coordinator und ebenfalls mitverantwortlich für unsere Career Events, sowohl auf der Teilnehmerseite als auch auf der Kundenseite. Und aus meinem reichen Erfahrungsfundus möchte ich Ihnen gerne da auch zur Seite stehen, jetzt in den kommenden 30 bis 45 Minuten. Super. Vielleicht dann noch ganz kurz ein Wort zu Access Kelly OCG, damit Sie auch so ein bisschen wissen, warum machen wir das jetzt hier heute überhaupt mit dem Webinar und was ist so der Hintergrund von unserem Unternehmen. Access Kelly OCG ist ein Personaldienstleister und wir bieten also über 20 Jahre Erfahrung in der Rekrutierung und eben auch Personalbeschaffung für Unternehmen vorrangig im Bereich Absolventen, Studierende und Professionals an aus den Fachbereichen Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Ingenieurwesen. Und wir bieten für Sie als Bewerber natürlich nicht nur die Teilnahme an Karriere-Events, sondern auch zahlreiche Karriereinformationen an, die Sie zum Beispiel erhalten, wenn Sie unseren Newsletter abonnieren oder wie jetzt gerade an einem Webinar teilnehmen oder auch unsere Facebook-Seite Access to Career besuchen. Da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn Sie die im Nachgang alle liken und dann halt Fans werden und uns dann auch weiter verfolgen. Kostenfreie Karriereberatung und Lebenslaufchecken bieten wir im Rahmen von Bewerbermessen an. Können Sie auch alles finden unter access.de/messen. Die nächsten Messen, bei denen wir vor Ort anzutreffen sind, sind einmal Anfang Juni die JobCon Engineering in Frankfurt und dann danach sind wir in Maastricht auf der Careers in Automotive Worldwide und Ende Juni dann in Berlin bei der Sticks and Stones Messe. Aber alle Infos, wie gesagt, finden Sie uns auf unserer Webseite und dann würde ich auch sagen, steigen wir jetzt einfach mal ein, weil das ist ja jetzt das Thema, wofür Sie sich angemeldet haben, also nicht zu viel der anderen Worte. Warum ist gutes Benehmen eigentlich so wichtig? Vielleicht, also kann man sich ja einfach mal fragen, ne, Martina? Also warum brauche ich das überhaupt? Was hilft mir das? Grundsätzlich ist es einfach auch wichtig, dass man sich in einer bestimmten Alltagssituation oder überhaupt in Situationen im sozialen Umfeld entsprechend benehmen kann, die allgemeingängigen Umgangsformen beherrscht. Also wer jetzt zum Beispiel aus der Untertasse schlürfen würde oder dem Chef direkt beim ersten Treffen das Du anbietet, das qualifiziert sich ja nun mal relativ schnell und
ist vor allem der Alltag ziemlich schwierig zu meistern. Gerade wenn Sie jetzt auch viel netzwerken oder häufig geschäftlich ins Ausland reisen, ist es ziemlich wichtig, die eigenen Verhaltensnormen zu kennen, um dann halt eben auch kulturelle Unterschiede dann auch zu sehen und zu gucken, okay, wie kann ich mich denn vielleicht da auch oder wie muss ich mich vor allem auch anpassen, damit Sie einfach Ihren Gesprächspartnern da nicht sozial auf die Füße treten. Sie werden ja wahrscheinlich alle schon mal den Spruch gehört haben, you never get a second chance to make a first impression. Auch der findet hier leider Anwendung. Also das heißt, setzen Sie sich am besten im Vorfeld damit auseinander, was ist von Ihnen gefordert, und die wichtigsten Punkte hierzu besprechen wir dann gleich. Bevor wir ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen, wäre mir auch noch wichtig, weil es halt häufig einfach zu kurz kommt, dass ein von Herzen gesagtes Danke oder Bitte häufig nicht seine Wirkung verfehlt. Also das vielleicht einfach immer im Hinterkopf haben, wenn Sie Ihre Gesprächspartner um etwas bitten oder Fragen haben, das dann auch häufig einfach mal mit einzubringen. So klein, aber doch sehr wichtig. Wenn ich da einmal ganz kurz einhaken darf, ist es, glaube ich, einfach wesentlich leichter, wenn man die gewissen Grundregeln des Miteinanders verstanden hat, denn dann kann man auch vielleicht für einen selber schwierigen Situationen nicht so leicht aufs Glatteis kommen. Es ist einfach leichter, sich dann in schwierigen Situationen auch zu behaupten, wenn man wenigstens die Grundregeln versteht oder verstanden hat, gerade auch wenn sie im Ausland sind. Vielleicht fangen wir dann mal an mit dem ersten Thema, Grüßen und Begrüßen. Also klar, also ein freundlicher Gruß schafft natürlich immer erstmal einen Kontakt und ist halt auch wesentlich für den ersten Eindruck. Und das ist eigentlich universell einsetzbar und richtig und wichtig auf der ganzen Welt. Wenn wir jetzt halt über Grüßen und Begrüßen sprechen, gibt es dann natürlich auch so gewisse Regeln, die man da einhalten sollte. Also häufig entscheidet einfach die Hierarchie darüber, ob jetzt ein Körperkontakt wie Händeschütteln stattfindet oder ob man sich einfach nur so freundlich zuwinkt oder zunickt. Wenn Sie das anhand einer Hierarchie, wenn Sie diese kennen sollten, bewerten, ist es häufig eher so, dass der Mitarbeiter zum Beispiel den Vorgesetzten grüßen würde oder der Mitarbeiter grüßt den Kunden definitiv. Wenn Ihnen die Hierarchien nicht bekannt sind, weil Sie vielleicht gar nicht wissen, welche Position derjenige, den Sie sehen, innehat, grundsätzlich gilt es natürlich immer, dass es einfach höflich ist, wenn man jemanden trifft, wenn man grüßt und sich dann kurz anschaut und entsprechend ein freundliches Wort vielleicht austauscht. Hinsichtlich des Handschlags, also manchmal haben wir wahrscheinlich auch schon vieles erlebt und Sie wahrscheinlich zu Hause auch, dass es da verschiedene Arten gibt, sich die Hand zu geben. Martina, wie ist das eigentlich, bevor wir jetzt mit dem nächsten Thema weitermachen, wenn ich jetzt auch vielleicht zum Thema Begrüßen, ne, wenn ich schon an einem Tisch sitze, zum Beispiel im Restaurant oder im Meetingraum oder so, und dann kommt noch jemand rein, wie ist denn das, muss ich dann aufstehen? Nein, prinzipiell eigentlich nicht, es sei denn, es stehen alle auf, dann stehe ich natürlich mit auf. Aber gerade bei einer Tagung oder im Restaurant, wenn Sie an einem runden oder auch an einem länglichen Tisch sitzen, wird es einfach irgendwann total unruhig. Also wenn da jeder aufsteht, dann gibt es ein riesengroßes Chaos, und wenn jemand zu spät kommt, ist es einfach unangenehm. Der sollte stillschweigend oder sollte grüßen in die Runde, fertig, und sich dann einfach dazu setzen. Was anderes ist es, wenn es eher so in lockerer Runde ist, dann sollte man der Höflichkeit halber schon aufstehen. Es gab einmal die Regel, als Frau kann man sitzen bleiben. Älteren Männern gegenüber sollte man grundsätzlich aufstehen. Und ich bin schon auch der Meinung, dass man als Frau das heutzutage auch tun sollte. Im Zuge der Emanzipation und Gleichberechtigung gilt das dann auch mal umgekehrt, dass die Männer nicht sitzen bleiben, sondern die Frauen auch aufstehen. Wir haben da noch mal kurz einfach die Frage in die Runde für Sie zu Hause. Haben Sie zum Thema Grüßen und Begrüßen vielleicht irgendwelche konkreten Fragen? Weil über die Chatfunktion, wie gesagt, noch mal als kurzer Reminder, Sie können also gerne einfach hier mit uns auch den entsprechenden Austausch suchen. Wir würden uns da sehr darüber freuen, wenn Sie sich da einfach ein bisschen noch mit einbringen. Und wenn Sie Fragen haben, dann sagen Sie ganz gerne kurz Bescheid, und wir sehen das ja hier in der Chatfunktion und können dann auch einfach darauf eingehen. Gerne zwischendurch, wie gesagt, ansonsten am Ende. Dann machen wir vielleicht erstmal einmal kurz weiter mit dem zweiten Punkt, die richtige Anrede.
Man erlebt das leider häufig, dass zum Beispiel gerade Doktortitel vergessen werden. Dass man halt vielleicht einfach, klar, wenn man es jetzt nicht weiß, dass jemand einen Doktortitel hat, gut, das ist halt eine Sache, dann ne, kann man es natürlich auch nicht erahnen, aber wenn Sie wissen, dass jemand einen akademischen Titel wie ein Doktor eben hat, dann gehört dieser einfach zum Namen dazu und wird dann auch Namensbestandteil und Sie sprechen ihn dann mit Herr, Frau Dr. Müller zum Beispiel an. Anders ist das, was wir häufig von Studierenden hören, dann auch so, ja, muss ich denn dann zum Beispiel den Herrn, muss ich dann auch schreiben, sehr geehrter Herr Professor Dr. Schmitz oder so. Professor ist in diesem Fall halt eine Berufsbezeichnung, also das heißt, das können Sie dann weglassen, nur der Doktor, den dürfen Sie natürlich nicht unterschlagen, weil das wäre dann halt auch wirklich grober Fauxpas und ist einfach auch ein vermeidbarer Fehler, also wenn Sie das vorher wissen. Und derjenige hat ja auch relativ hart an seinem Doktortitel gearbeitet und ist dann vielleicht auch sehr enttäuscht, wenn sie das einfach unter den Tisch fallen lassen. Es gibt aber auch viele, die einfach auch deutlich machen, dass sie darauf verzichten und halt sagen, ja, nee, also können Sie ruhig weglassen, ist in Ordnung. Was halt sehr häufig passiert ist, dass sehr viel, gerade im Schriftverkehr, also gerade im E-Mail-Verkehr, weil das ist ja so eine kurze Nachricht, die man mal eben so schnell hin und her schickt, dass da dann auf diese Umgangsform so ein bisschen verzichtet wird. Klar, wenn Sie das jetzt so im Freundeskreis machen und Sie sagen, ja, Sie legen da alle irgendwie nicht so Wert drauf, okay, das ist ja dann eine Ansichtssache, aber gerade im ja, in geschäftlichen E-Mails oder auch im Bewerbungskontext, bitte, bitte, bitte achten Sie darauf. Wir sehen da auch wirklich immer ganz, ganz viele ganz schreckliche Beispiele, dass die Anrede fehlt, der Betreff ganz krumm und quer mit Rechtschreibfehlern formuliert ist, die Bezeichnung von Dokumenten irgendwelche kryptischen Zeichen enthält oder die Grußformel komplett fehlt oder so abgekürzt wird. Da steht dann irgendwie so, ja, MFG irgendwie. Und das sind halt Punkte, wo ich sagen muss, zeugt von für mich einfach, wenn ich als Empfänger so eine E-Mail erhalte, nicht von besonders viel Respekt. Und Sie möchten ja auch häufig Ihr Anliegen einfach darlegen und möchten ja auch, dass derjenige, den Sie anschreiben, irgendetwas für Sie tut. Also zumindest irgendwie die Bewerbung bearbeiten oder Ihnen Informationen zur Verfügung stellt zu einer Frage, die Sie haben oder, ne, und da ist dann halt einfach wichtig, dass man entsprechend auch diese kleinen Punkte, ja, einfach berücksichtigt und halt gerade auch bei der Anrede diese dann nicht komplett weglassen und dann direkt mit der Tür ins Haus fallen. Man kann auch gerne mal fragen, wie es demjenigen geht. Wenn man eine E-Mail schickt an Kollegen, geht das auch. Wie gesagt, das kleine Danke und Bitte nicht vergessen und vielleicht auch noch einen schönen Tag wünschen am Ende. Und bitte nicht MFG. Genau. Schreiben Sie es aus, so viel Zeit muss sein. Genau. Das stimmt. Haben Sie Fragen dazu, zum Thema die richtige Anrede? Gut. Hier kommt jetzt noch gerade die Frage rein, dass es halt wohl eher eine deutsche Diskussion ist, die wir hier gerade führen, gerade mit dem Professor Doktor oder mit dem Doktor. Es ist halt so, dass wir jetzt natürlich einige Beispiele hier aufgreifen, die einfach aus dem Kontext sich befinden in der Kommunikation, die wir haben. Wir werden auch nachher noch auf weitere andere Sachverhalte auch ein bisschen mehr in einem internationalen Kontext eingehen. Das ist jetzt halt etwas, was wir jetzt da an der Stelle einfach gerne erstmal aufgreifen wollten. Ich möchte dann auch gern zum nächsten Thema einfach übergehen. Es ist wirklich sehr wichtig, gerade im Business-Kontext wirklich auch das richtige Outfit zu wählen. Sie haben sicherlich auch alle mal gehört, die Aussage, Kleider machen Leute. Auch hier ist es wirklich ganz elementar, dass Sie sich am Branchendresscode ein bisschen orientieren. Wir haben hier mal so ein paar kleine Do's zusammengefasst, gleich kommen auch noch die Don'ts. Also erstmal für die Damen, die Herren kommen dann gleich noch dran auf der nächsten Folie. Gerade, also es ist natürlich wichtig, dass Sie einfach überlegen, okay, zu welchem Anlass gehen Sie? Gehen Sie zu einem Vorstellungsgespräch, gehen Sie zu einer Bewerbermesse, gehen Sie zu einem Karriere-Event, gehen Sie zu einer Firmenfeier? Das sind natürlich alles unterschiedliche Anlässe, wo Sie dann auch entsprechend überlegen müssen, was Sie dann anziehen oder was Sie halt entsprechend wählen. Ja, Martina, magst du vielleicht mal so ein bisschen Best Practice, was würdest du da so empfehlen? Grundsätzlich, also klar, einmal daran orientieren, was ist es für ein Anlass. Gehen wir mal jetzt von einem
Vorstellungsgespräch aus, sollten Sie sich, wenn Sie sich bei einer Bank vorstellen, natürlich grob an dem Dresscode an der Bank orientieren. Wenn Sie sich bei einer Medienagentur bewerben, ist es logischerweise komplett anders. Wenn wir jetzt mal so dieses klassische Umfeld eher betrachten würden, würde ich ganz klar sagen, Kostüm oder Hosenanzug, schlichte, einfache Bluse. Wenn Sie ein Kostüm tragen, die Röcke logischerweise nicht zu kurz, maximal eine Handbreite über dem Knie. Keine so dermaßen tiefen Ausschnitte, dass man Ihre wunderhübschen Dessous betrachten kann. Die mögen schön und teuer sein, aber das ist in dem Moment leider nicht angebracht. Absätze bitte auch nicht zu hoch, also keine High Heels und schon gar nicht, wenn Sie darauf nicht laufen können. Und was in Deutschland tatsächlich immer noch so ist, Feinstrumpfhosen, also diese Nylons sind auch im Sommer zu diesem Anlass Pflicht. Genau, dazu kann man vielleicht nochmal sagen, also da gibt es tatsächlich im Ausland wirklich andere Regeln und Geflogenheiten. In den USA zum Beispiel wissen wir auch gerade von Kolleginnen aus unserer Muttergesellschaft, ist es also auf keinen Fall Pflicht, eben Feinstrumpfhosen zu tragen. Aber auch da, wenn Sie ins Ausland fahren und Sie haben da vielleicht einen Ansprechpartner vor Ort, also jetzt keinen Kundenkontakt, sondern halt einen anderen Kollegen, der dort eben tätig ist, fragen Sie vorher mal nach, wie da so die Geflogenheiten sind. Letzten Endes ist es jetzt kein Drama, wenn Sie jetzt eine Strumpfhose tragen statt keine, aber es wäre halt nicht schön, keine zu tragen, wenn Sie eigentlich eine tragen müssten. Oder wenn Sie vielleicht, wenn Röcke vielleicht auch für die Damen nicht angebracht sind, weil die halt einfach, egal ob sie jetzt eine Handbreit über dem Knie sind oder nicht, aber einfach ein Rock generell vielleicht eher in der langen Variante bevorzugt wird oder vielleicht dann doch besser die Hose zu tragen ist. Ne? Wir haben jetzt gerade noch die Frage reinbekommen, wie es halt aussieht, wenn ich jetzt vielleicht mir ein spezielles Outfit eben für ein Bewerbungsgespräch zulege oder für einen Messebesuch, also ein klassisches Outfit, ob das jetzt das gleiche sein muss wie auf dem Bewerbungsbild oder beziehungsweise ob ich jetzt halt direkt so eine ganze Auswahl an klassischen Outfits so im Schrank haben muss. Prinzipiell würde ich jetzt mal erstmal sagen, nein, also es reicht, wenn Sie ein gepflegtes Outfit haben, das kann man ja dann eben entweder zum Beispiel mit unterschiedlichen Tops oder Blusen einfach auch immer wieder kombinieren, sodass es immer wieder ein bisschen anders aussieht. Für die Herren, Sie haben dann natürlich auch ein bisschen Auswahlmöglichkeit, einfach ein anderes Hemd, eine andere Krawatte zu wählen und schon können Sie den schwarzen oder dunkelblauen oder dunkelbraunen Anzug auch ein zweites Mal anziehen, ohne dass das groß auffällt. Nee, das merkt kein Mensch. Ich habe hier gerade noch die Frage reinbekommen, welche Farbe die Feinstrumpfhose haben sollte. Da gehen die Meinungen sehr auseinander. Ich würde immer dazu tendieren, dass Sie eine hautfarbene nehmen. Das sieht in der Regel am besten aus. Und bitte auf keinen Fall hochglänzend. Wenn Sie eine dunkle tragen, auch nicht blickdicht, sondern wirklich dünn. Und auch da nicht hochglänzend. Das sieht nicht so gut aus. Okay. Machen wir mal weiter mit den Don'ts. Also das ist ja auch einfach wichtig, dass Sie das zumindest berücksichtigen. Klar, manche Dinge, die sind vielleicht jetzt auch einfach für viele von Ihnen schon so logisch, wenn wir das jetzt hier vorlesen. Aber es ist wirklich so, dass wir einfach viele, viele Dinge auch selber schon gesehen haben, wo man sich denkt, das war jetzt eigentlich klar, dass das bitte nicht so sein sollte. Also gerade im Sommer für die Damen. Also wichtig ist halt, im Business-Kontext schulterfreie Oberteil oder Spaghetti-Träger-Oberteil, das geht einfach nicht. Also Sie müssen wirklich dann eine Bluse mit kurzen Ärmeln tragen oder halt eben etwas, was so ein bisschen so kleine Ärmelansätze hat. Also auf jeden Fall so komplett der das Strandoberteil oder das Sommeroberteil, das sollten Sie nicht unbedingt wählen. Da gibt es aber eben auch bei vielen Damenausstattern irgendwie so auf jeden Fall klassischere Oberteile, die Sie dann auf jeden Fall wählen können, die dann auch ein bisschen luftiger sind, sodass Sie das auch im Sommer tragen können. Gerade klar, ungeputzte Schuhe, da sollte man auch immer drauf achten. Also meistens gibt es in Hotels auch auf den Etagen zum Beispiel solche Schuhputzmaschinen, die man da eben auch nutzen kann. Wenn man zum Beispiel zum Vorstellungsgespräch in ein Hotel geladen ist oder ähnliches, falls Sie dann sehen, ach, Sie sind noch mal auf dem Weg dahin vielleicht in Regen gekommen und die Schuhe sehen ein bisschen schmutzig aus, dann putzen Sie da noch mal schnell drüber, meistens halt auch, wie gesagt, im Foyer oder auf einer der Etagen dann auf jeden Fall auffindbar, dass Sie da noch mal drüber polieren können. Dafür hilft dann auch ein Tempotaschentuch in der Handtasche. Zur Not, ja.
Nochmal auch bezüglich des Nagellacks, das ist auch immer so ein Thema irgendwie bei den Damen. Also überlange Fingernägel sollten es schon mal per se gar nicht sein, aber schon mal zumindest bitte nicht einen zu auffälligen Nagellack zu wählen. Aber zu auffällig ist natürlich jetzt auch wieder super subjektiv. Martina, was würdest du denn sagen, wie, also was gilt denn noch als dezent so? Also ich glaube schon, dass so ein klassisches Rot noch geht, je nachdem in welchem Zusammenhang das ist. Bei einem ersten Bewerbungsgespräch würde ich auch darauf tatsächlich verzichten. Klarer Nagellack oder so perlmuttfarbener geht immer. Was ein absolutes No-Go ist, sind diese Strasssteinchen oder diese ganz tollen Kunstwerke auf den Fingernägeln, die mit Sicherheit super aufwendig sind, aber definitiv nicht angebracht. Zumindest nicht, wenn sie sich für eine klassische Position bewerben. Sie bewerben sich ja jetzt nicht im Nagelstudio, um da zu zeigen, was für tolle Kunstwerke sie darstellen oder herstellen können. Dann wäre es natürlich wieder angebracht, das auch zu zeigen. Definitiv. Sichtbare Tattoos und Piercings, vielleicht auch einfach nochmal den Hinweis. Also wirklich, wenn Sie dann hinterher die Anstellung bekommen haben, können Sie sicherlich mit Ihrem Chef besprechen, wie steht der denn zu Piercings. Solange Sie das nicht wissen, würde ich Ihnen halt immer empfehlen, die Piercings vorher rauszunehmen, weil das einfach tatsächlich manche Arbeitgeber auch so ein bisschen abschreckt. Und da wäre es dann wirklich ganz gut, wenn Sie da dann zumindest beim ersten Kontakt erstmal drauf verzichten. Sollten Sie jetzt Tätowierungen an den Unterarmen haben, würde ich Ihnen auch erstmal empfehlen, auf jeden Fall langärmeliges Hemd zu tragen. Wie gesagt, in einem späteren Kontakt oder Gespräch kann man da auf jeden Fall dann auch drüber sprechen, wie der Arbeitgeber dazu steht und ob das ein Problem ist oder nicht. Da gibt es halt eben unterschiedliche Aussagen. Jetzt kommen wir zu den Herren, zum Business Outfit des Herren. Auch hier wieder am Branchen-Dresscode bitte orientieren. Wie gesagt, hatte die Martina Glas ja gerade eben schon mal ein bisschen gezeigt, dass es da auch je nach Branche Unterschiede geben kann. Wir würden Ihnen auf jeden Fall empfehlen, wenn Sie sich ein Business Outfit zulegen, eher gedeckte, zwei- oder dreiteilige Kombinationen in dezenter Farbe auszuwählen, klassische Schnitte mit dezenten Farben, das Hemd in Weiß, Uni- oder Pastellfarben zu wählen und sich dunkle Schuhe aus Glattleder mit Ledersohle anzuschaffen dazu. Und das wirkt halt häufig gerade mit der Ledersohle ein bisschen edler als so eine dicke Gummisohle zu wählen. Aber auch da gibt es ja in den Schuhgeschäften wirklich auch in verschiedenen Preislagen wirklich ganz viele gute Angebote, die man wählen kann. Und das wäre auf jeden Fall jetzt an der Stelle erstmal unser Tipp, den Sie berücksichtigen sollten. Bei den Don'ts, Martina? Ja, auch da gilt genau das Gleiche, wie es bei den Frauen galt. Keine ungeputzten Schuhe, Krawatten, nicht unbedingt in Knallfarben oder in Comicmustern. Was auch ein absolutes No-Go ist, sind Button-Down-Hemden mit Krawatte. Button-Down-Hemden sind Freizeithemden. Da gibt es genug andere Hemden, ob das jetzt nun der klassische Kentkragen ist oder der Haifischkragen oder sonst was, da können Sie sich gerne aber auch immer in einem Fachgeschäft entsprechend beraten lassen. Bitte auch keine weißen Socken, keine Pullover unterm Anzug und auch hier, wie wir es eben schon bei den Damen hatten, Tattoos und sichtbare Tattoos und Piercings bitte erstmal verdecken bzw. rausnehmen im ersten Zuge. Genau. Gut, jetzt haben wir in dem Kontext halt häufig auch noch die Frage, wenn man jetzt zum Beispiel zu einem Geschäftsessen eingeladen ist oder Firmenfeier eingeladen ist, ist ja häufig, dass es dann heißt Dresscode Smart Casual. Wie unterscheidet sich das denn jetzt zum normalen Business Outfit? Naja, es ist eigentlich ganz einfach. Sie müssen keinen Anzug tragen. Und Poloshirts sind durchaus erlaubt, Hemden in dezenter Farbe, leichte Pullover, Baumwollhosen, also nicht unbedingt Jeans, wobei Jeans mit so richtig klassische Jeans in dunkler Waschung, jetzt nicht mit Löchern, die ja auch momentan sehr in sind, sind auch erlaubt. Sakko immer gerne dazu, beziehungsweise ein Blazer für die Damen. Was nicht darunter fällt, sind Sneakers oder Turnschuhe oder auch offene Schuhe.
auch da bitte trotzdem geschlossen halten. Und bevor wir die Frage bekommen, Business Casual und Smart Casual ist tatsächlich das Gleiche. Da meinen viele, das ist ein Unterschied, das ist aber gar nicht. Also nicht verwirren lassen, wenn Sie irgendwo lesen Smart Casual und dann in einem anderen Kontext Business. Das ist das Gleiche. Gut, also jetzt halt auch eher für Deutschland wieder. Also es gibt halt gerade die Frage, was ist mit einem kurzärmeligen Hemd mit einer Krawatte? Also es kommt immer auf den Anlass ein, an Klaas. Also kurzärmeliges Hemd und Krawatte schließt sich eigentlich aus. Man sollte unter einem Anzug auch grundsätzlich immer die Manschette sehen können. Deshalb bei offiziellen Anlässen bitte nicht auf das kurzärmelige Hemd ausweichen, egal ob nur draußen 30 oder 35 Grad sind, langärmeliges Hemd muss es sein. Und wenn der Gastgeber den Bläser auszieht, kann man ihn ja auch ausziehen. Das definitiv, ja, auf jeden Fall. Da müssen Sie aber leider drauf warten. An der Stelle. Und schwitzen. Genau. Ja, also haben wir vielleicht zum Thema, bevor wir jetzt dann gleich auf das Business-Essen eingehen, haben wir zum Thema Dress for Success Business oder Smart Casual vielleicht noch Fragen Ihrerseits? Dann können Sie die gerne auch noch in der Chat-Funktion stellen. Ansonsten würde ich jetzt dann gleich mit dem Thema Business-Essen weitermachen, Ihnen da auch auf jeden Fall noch so ein paar Hinweise geben. Jetzt kommt hier noch gerade die Frage, ob vielleicht eher offene oder geschlossene Haare zu tragen sind. Also grundsätzlich ist das so, wenn Sie jetzt angenommen zum Vorstellungsgespräch gehen und Sie haben ein Foto in Ihrer Bewerbung dabei, wo Sie die Haare offen tragen, dann würde ich Ihnen halt auch auf jeden Fall empfehlen, eben bei dem Vorstellungsgespräch auch die Haare offen zu tragen. Das hängt aber damit zusammen, dass man Sie erkennen können muss, wenn sie durch die Tür kommen. Das ist ähnlich wie mit Brillenträgern. Ich trage selbst eine Brille, ich kenne also diese Problematik. Wenn man jetzt dann ein Bewerbungsfoto macht, wird man häufig aufgrund dessen, dass man die Augen vielleicht nicht so gut erkennen kann, wenn man eine Brille trägt, halt gebeten, die Brille abzusetzen. Das ist dabei halt eher kontraproduktiv, wenn man sie sonst immer trägt, weil man einfach ein bisschen anders aussieht, wenn man die Brille auf hat oder ab hat oder halt die Haare offen oder die Haare geschlossen. Deswegen prinzipiell, also das ist wirklich so ein bisschen persönliche Präferenz. Auch offene Haare können ordentlich aussehen. Also man sieht ja dann nicht direkt aus wie ein Mob, nur weil man halt die Haare offen trägt. Also deswegen wäre das halt wirklich wichtig, wenn Sie halt sich die Haare schön zurecht machen und ein bisschen föhnen, sodass es ordentlich fällt und ein bisschen mit Haarspray fixieren, ist das kein Problem, dass Sie auch die Haare offen tragen während eines Gesprächs. Wer sich dann halt einfach wohler fühlt und dann vielleicht nicht die ganze Zeit mit den offenen Haaren spielt, also das ist natürlich halt immer so ein bisschen die Krux, wenn man dann nervös ist, dass man vielleicht anfängt mit offenen Haaren so ein bisschen zu spielen, das sollten Sie natürlich vermeiden. Also wenn Sie dazu neigen, machen Sie Haare lieber zu, weil das wirkt dann so ein bisschen komisch im Gespräch, wenn Sie dann die ganze Zeit an Ihren Haaren da zugange sind. Da sollten Sie sich natürlich nicht möglichst nicht drauf einlassen. Dann. Gut, machen wir mal weiter mit dem Thema Business-Essen. Geschäftsessen sind ja für viele Menschen so ein bisschen Stress, ne? Also weil man wird dann so eingeladen, das ist so eine gestellte Situation. Vielleicht geht man auch nicht so gerne auswärts essen. Da gibt es ja halt einfach persönliche Präferenzen, die da so jeder hat. Oder vielleicht wird man auch in ein Restaurant eingeladen, wo man sich denkt so, oh Gott, das ist mir halt vielleicht zu hochgestochen oder das ist mir, da gibt es vielleicht 100 Weine auf der Weinkarte und eigentlich kenne ich mich überhaupt nicht aus. Lassen Sie sich davon nicht abschrecken, sondern nehmen Sie das einfach mal mit als Erfahrung, eben auch an diesem Essen teilzunehmen und wir geben Ihnen jetzt gleich noch so ein paar Tipps an die Hand, wie Sie das auf jeden Fall super meistern können. Ganz allgemein, wirklich wichtig, bitte machen Sie Ihr Handy lautlos oder schalten Sie das ganz aus, wenn Sie im Restaurant sind. Es ist also wirklich nichts störender, als wenn jeder mit seinem Handy da sitzt, ständig draufschaut oder das Handy dann auch noch klingelt während des Essens. Das wäre wirklich sehr, sehr, sehr kontraproduktiv. Auch gerade kommt hier der Hinweis noch, bitte nicht auf den Tisch legen. Sie haben so recht, derjenige, der uns das im Chat geschrieben hat. Klar, das stimmt. Bitte auch nicht das Handy auf den Tisch legen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit einer Gruppe mit 20 Personen essen, jeder würde sein Handy auf den Tisch legen. Das sieht also total albern aus und irgendwie brauchen Sie auch noch Platz, um zu essen. Also deswegen bitte das vermeiden. Martina, magst du vielleicht einfach mal kurz anfangen und
Wir gehen das dann einfach nach und nach durch. Wo wir gerade beim Handy sind, Ach so. fällt mir dazu noch ein, auch wenn das vielleicht jetzt noch nicht an der richtigen Stelle ist, aber bitte machen Sie auch auf definitiv keine Fotos vom Essen. Auch wenn vielleicht gerade am Nachbartisch eine Gruppe Japaner sitzt und die völlig fasziniert sind von ihrem Essen und das 35 Mal von allen Seiten fotografieren, Sie tun das bitte gar nicht und posten es logischerweise dann auch nicht. Aber da Sie es ja aushaben, ist es ja auch kein Problem. Genau. Gut. Ja, also der Gastgeber zuerst haben wir hier stehen. Logischerweise betritt der Gastgeber immer zuerst das Restaurant, egal ob Damen anwesend sind oder nicht. Er kann Sie natürlich als Frau vorgehen lassen, aber Sie lassen ihm dann im Nachhinein den Vortritt und lassen ihn an den Tisch gehen, beziehungsweise dann erstmal feststellen lassen oder ihm sagen lassen, dass er reserviert hat, zu welchem Sie werden dann zum Tisch gebracht. In der Regel ist es ja so, dass Sie begleitet werden und nicht einfach auf den nächstbesten Tisch zustürmen. Und ganz wichtig, entspannen Sie sich. Nicht hektisch werden oder in irgendwelchen Aktionismus verfallen, sondern einfach gehen Sie einfach völlig entspannt hinterher, setzen Sie sich, beziehungsweise man wird Ihnen vielleicht auch sagen, mögen Sie dort Platz nehmen, dann machen Sie das und dann ist alles wird gut. Genau. Häufig ist es ja so, dann wird ja, bevor es dann mit dem Essen letzten Endes losgeht und während halt vielleicht auch noch alle irgendwie die Karte in der Hand haben und sich was aussuchen, wird ja dann häufig schon auch seitens des Service schon so ein kleiner Korb gebracht mit Brötchen oder mit ein bisschen Brot oder dann eben auch so ein bisschen Quark oder Butter, die dann dazu gereicht wird. Hierbei ist es wichtig, bitte. Sie haben meistens dann so auf der linken Seite einen kleinen Teller, wo eben auch ein kleines Messer dabei liegt. Das ist genau eben für dieses Brot gedacht. Hier ist als häufig einfach auch so eine deutsche Eigenart vielleicht auch, dass man halt immer so die Angewohnheit hat oder das Bedürfnis hat, sich da so eine Stulle zu schmieren. Also sich dann halt das so ein bisschen Butter auf das Brot zu machen und das so ein bisschen hin zu verteilen und das dann eben zu essen. Bitte machen Sie das nicht so, sondern Sie sollten es wirklich so machen, dass Sie immer kleine mundgerechte Stücke von dem Brot eben abreißen. Also Sie nehmen das aus dem Korb, legen das auf das Tellerchen, reißen sich dann so ein paar Stücke ab und beschmieren die dann halt mit diesem Brotmesser und nehmen dann das komplette Stück und stecken sich das in den Mund. Also bitte auch darauf achten, also jetzt nicht irgendwie da groß abbeißen oder sondern dann entsprechend immer das mundgerechte Stück dann direkt in einem Haps sozusagen verzehren. Passen Sie da einfach auf, dass Sie sich nicht ein zu großes Stück abschneiden, weil es könnte sonst auch ein bisschen schwierig werden, das dann zu essen. Wenn Sie die freie Wahl haben von dem, was Sie essen können, dann bestellen Sie sich bitte was Einfaches, also was ein Gericht, was Sie kennen und was Sie mögen und vor allem, was nicht zu kompliziert zu essen ist. Das meine ich an der Stelle mit einfach. Also wenn Sie natürlich halt eine sehr gute Auswahl auf der Karte haben, dann klar, ne, können Sie sich halt natürlich letzten Endes ja bestellen, was Sie wollen. Aber es ist schon gut, wenn man darauf achtet, dass man vielleicht was auswählt, was so ein bisschen weniger Kleckerpotenzial hat. Also die Spaghetti Bolognese, die Sie da oben in dem Bildchen sehen, vielleicht ist eher schwierig dann zu essen, ohne dass Sie sich dann damit vielleicht möglicherweise ein bisschen vollkleckern. Und was ich Ihnen auch noch mit an die Hand geben möchte, ist vielleicht nicht unbedingt das teuerste Gericht von der Karte zu bestellen, weil das dann einfach so ein bisschen negativen Beigeschmack für den Gastgeber hat. Was ist denn jetzt, wenn der Chef zum Beispiel ein Menü auswählt, was dann halt für die ganze Gruppe gereicht wird? Martina, was mache ich dann, wenn mir was überhaupt nicht schmeckt? Also wenn ich schon weiß, ich mag kein Kalbsbries oder keine Gänseleberterrine oder sowas, was mache ich dann? Trotzdem probieren. A, könnte es ja sein, dass es Ihnen trotzdem schmeckt. Kann ja durchaus auch mal vorkommen, dass man vielleicht irgendwas in Erinnerung hat, aber dann völlig überrascht ist, dass es doch schmecken kann. Und wenn es Ihnen nicht schmeckt, haben Sie zumindest probiert und wenn Sie gefragt werden, können Sie ja ganz freundlich und höflich sagen, dass es Ihnen einfach leid tut, aber es würde Ihnen nicht so gut schmecken. Es wäre nicht so Ihre Richtung, aber und damit ist es auch gut. Da wird keiner hinterherhaken oder sich erkundigen. Im Zweifel sagt man vielleicht noch, ja, sollen wir irgendwas anderes bestellen? Nein. Ablehnen. Genau. Einfach brav mitessen und ein bisschen probieren. Überall ein bisschen probieren. Es wird mit Sicherheit irgendwas auf dem Tisch, auf dem Teller sein, was Ihnen schmeckt. Genau. Und wenn es nur die Beilagen sind. Was Sie aber durchaus sagen können, wenn Sie Vegetarier sind. Genau. Das ist ein Problem.
Das sollten Sie dann aber im Vorfeld, wenn das Menü bestellt wird, sollten Sie fragen, ob es möglich ist, als Hauptgang zum Beispiel einen vegetarischen Gang zu bekommen. Ja, auch wenn es jetzt dann zum Beispiel um die Weinauswahl geht. Also es kann halt auch sein, dass zum Beispiel der Gastgeber, der normalerweise jetzt den Wein aussuchen würde, vielleicht also sehr nett und zuvorgekommen sein will und sagt, ach, möchten Sie nicht vielleicht den Wein auswählen, um Ihnen damit vielleicht auch einen Gefallen zu tun oder Ihnen dann irgendwie die Möglichkeit zu geben, selbst was zu wählen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind nicht so der Weinkenner, dann können Sie das ruhig zugeben, weil es gibt halt wirklich einfach verschiedene Weine einfach aus ganz verschiedenen Richtungen, die jetzt dann zu dem Gericht passen oder auch nicht passen. Dafür gibt es extra Mitarbeiter im Restaurant, die Sommeliers, die dann entsprechend sie dort auch beraten können. Grundsätzlich hat man halt immer so eine Regel, dass man sagt, man kann dunklen Wein also roten Wein zu dunklem Fleisch auf jeden Fall trinken oder halt eben eher helleren Wein wie Rosé oder Weißwein, dann halt zu hellerem Fleisch. Das passt aber auch nicht immer. Also das ist so eine Daumenregel, die man beachten kann. Aber wenn Sie wirklich sagen, Sie fühlen sich da jetzt nicht wohl oder wissen jetzt nicht ganz genau, was zum Essen passt, dann lassen Sie sich einfach gerne beraten und das ist auch wirklich kein Problem. Keep it light, in diesem Punkt versteckt sich das allseits bekannte Anstoßen. Und zwar gibt es dazu halt auch eine Regelung, dass man eigentlich nicht mehr anstößt. Also Anstoßen kommt ja noch aus dem Mittelalter, wo man einfach Angst hatte, dass man durch das Getränk vergiftet werden könnte. Und dort hatte man ja damals auch noch diese Krüge, wo man dann einfach anstieß, sodass das eine Getränk von dem einen Krug in den anderen dann überschwappte. Und man sich dann dort so sicher sein konnte, dass das Getränk halt nicht vergiftet ist oder dass zumindest der andere eben auch vergiftet wurde. Aber in den neueren Zeiten, also heutzutage, reicht es halt aus, wenn man sich zuprostet. Also wir müssen auch kein minutenlanges Klangkonzert da durchführen im Restaurant. Das wirkt auch wirklich störend für andere Restaurantgäste. Und was ich immer wieder sehe, bitte, bitte, bitte denken Sie an das Glas, das Weinglas immer am Stiel anfassen. Bitte nicht oben an dem Bauch des Glases, weil dadurch wird der Wein warm, dadurch schmeckt er nicht mehr. Und dann ist es nämlich auch leider so, dass das Glas auch so unschöne Fingerabdrücke kriegt. Und gerade wenn man dann vielleicht auch ein bisschen schwitzige Hände hat, sieht es dann auch komisch aus, wenn das Glas dann so voll gedatscht ist, sag ich. Und dann wäre es wirklich besser, wenn Sie da immer dran denken, am Stiel anfassen. Gerade in der gehobeneren Gastronomie haben sie halt immer relativ viele Besteckteile. Da ist halt einfach die Daumenregel, bitte immer von außen nach innen vorarbeiten nach den Gängen. Und wenn sie fertig sind, dann legen sie das Besteck einfach parallel auf dem Teller ab. Martina, kannst du vielleicht noch mal was zum Thema Alkohol sagen? Ja, klar. Also wenn der Gastgeber eine Flasche Wein bestellt, trinken Sie den gerne mit. Das ist kein Problem, aber trinken Sie es in Maßen, nicht, dass Sie hinterher der Einzige oder die Einzige sind, die leicht betrunken ist. Mittags könnte das ja manchmal etwas schneller gehen als abends. Ich würde einfach abwarten, was alle anderen bestellen und mich dann anschließen. Genau, also jetzt nicht irgendwie, Sie sind der Erste in der Runde und ja, ich nehme mal direkt ein großes Bier. Vielleicht gerade mittags dann eben, wie gesagt, ein bisschen zurückhalten und dann vielleicht eher auf, zumindest in der ersten Runde, dann mal auf alkoholfreie Varianten dann auch ausweichen. Ja. Ich habe hier gerade die Info oder die Frage, dass jemand gar keinen Alkohol trinken möchte. Das ist selbstverständlich in Ordnung. Sie müssen keinen Alkohol trinken, warum auch? Also Mineralwasser reicht vollkommen und wenn Sie was anderes trinken möchten, ist das auch vollkommen in Ordnung. Genau, also und häufig gibt es jetzt gerade, wenn es jetzt vielleicht gerade am Anfang ist, ja vielleicht auch so, dass man mit so einem Drink dann vielleicht auch den Abend einläutet. Da können Sie sich sicherlich auch alkoholfreie Varianten bestellen. Da gibt es ja auch diese Virgin-Varianten, Virgin Colada, Virgin Caipirinha oder was auch immer, wenn es denn dann jetzt wirklich solche Cocktails dann auch sind. Ansonsten gibt es auch immer die Möglichkeit, darauf weiche ich auch ganz gerne aus, weil ich nämlich eben auch keinen Alkohol trinke, dass ich mir häufig, wenn es in Ordnung ist, Bier zu trinken, ein alkoholfreies Bier einfach bestelle, weil das ist dann halt immer noch Bier in einem Bierglas, aber es hat halt eben keinen Alkohol. Also das ist halt wirklich ganz gut eine Variante, wie man dann auch so ein bisschen drum rumkommt, ohne
dass man dann auch immer gefragt wird, so, ja, und Sie trinken jetzt keinen Alkohol? Also ich kann das schon verstehen. Also es gibt da halt häufig dann immer ein bisschen komische Kommentare, aber ich würde dann auch tatsächlich dazu stehen und sagen, nee, ich möchte gerne lieber bei Wasser bleiben oder ich möchte gerne lieber irgendeine Soda oder was Sie dann halt gerne trinken möchten, dann auswählen. Ja klar, es gibt ja mittlerweile auch alkoholfreien Hugo, so in der Richtung dann zusammengemischt, was sehr lecker ist. Alkoholfreien Aperol-Spritz, das sieht genauso aus, ist aber halt kein Alkohol. Genau. Sollte auch in der heutigen Zeit, gerade wenn Sie Auto fahren, ist auch immer ein super Argument, dass man einfach sagt, nee, ich muss noch fahren. Da kommt man dann halt auch immer ganz gut rumrum, keinen Alkohol zu trinken, aber verstehe ich schon, also kann ich auch gut nachvollziehen, dass man da dann halt häufig in so einer Situation sich wiederfindet. Dann machen wir mal weiter mit dem Verhalten im Ausland. Also gerade gibt es ja halt häufig einfach das, die Situation, dass Sie vielleicht auch mal geschäftlich ins Ausland reisen oder Sie haben vielleicht auch mal Geschäftspartner, die aus dem Ausland kommen. Und da ist es, wie gesagt, eben wichtig, dass man so die eigenen Verhaltensnormen kennt, damit man eben auch auf die Abweichungen ganz gut reagieren kann. Wir haben Ihnen jetzt hier einfach nur mal so ein paar Beispiele zusammengestellt. Wir können das jetzt auch in der Zeit leider nicht alles durchgehen, aber Sie sehen es ja auf dem Bildschirm. Vielleicht gehen wir dann einfach nur im Hauptfokus vielleicht mal auf den Punkt Visitenkarten ein. Also Visitenkarten sind halt gerade in asiatischen Ländern, haben sie einen sehr hohen Stellenwert. Deswegen bitte, wenn Sie diese bekommen von Ihrem Geschäftspartner, dann gucken Sie sich die wirklich ganz in Ruhe an. Es ist halt ein Zeichen von auch hohem Status, wenn man Visitenkarten halt auch besitzt und verteilen kann. Deswegen hat das einfach auch was mit Wertschätzung zu tun, eben die nicht jetzt unachtsam direkt in die Jackentasche zu stecken, sondern halt wirklich die einige Minuten wirklich aufmerksam zu mustern, zu lesen. Nehmen Sie sich da einfach ein bisschen Zeit. Es ist nur eine kleine Geste, aber seien Sie sich dessen einfach bewusst, dass diese Geste halt große Wirkungen halt auch erzeugt. Auch in Sachen Pünktlichkeit, da sind wir in Deutschland ja einfach immer sehr drauf gedrillt und getrimmt, gerade so in unserer Kultur, das wirklich als sehr, sehr wichtig anzusehen. Und das wird einfach in anderen Ländern, es ist halt nicht so der Hauptfokus, weil es geht darum, dass die Arbeit erledigt wird, aber ob das jetzt genau dann zu dem Punkt, zu der Uhrzeit passiert, ist dann auch manchmal egal. Das ist nicht schlechter oder besser, es ist einfach nur eine andere Sichtweise und dessen muss man sich einfach nur bewusst sein, damit man dort einfach entsprechend nicht sich dann so ein bisschen gestört fühlt oder dieses Störgefühl für sich selber empfindet, weil sich ein anderer anders verhält. Vielleicht auch noch ein anderer Punkt, dass man sich auch über die Begrüßungsrituale so ein bisschen Gedanken macht, weil gerade jetzt in Deutschland unterscheidet sich das zu Frankreich oder auch zu Japan. Auch da sollten Sie sich vorher informieren, wie sind da so die Gepflogenheiten, wie ist das im Geschäftsleben und wie müssen Sie sich dort verhalten. Da wäre es halt auch gerade wichtig, dass Sie da einfach sich über die gängigsten Rituale so ein bisschen informieren im Vorfeld, damit Sie da einfach nicht ins Fettnäpfchen treten. Kennen Sie denn vielleicht auch jetzt mal die Frage an die Runde, kennen Sie vielleicht auch noch andere Verhaltensregeln, vielleicht auch wenn Sie Ausländer in Deutschland sind, die Ihnen so aufgefallen sind, die Sie vielleicht komisch finden oder wo Sie selber die Erfahrung gemacht haben, dass Sie das vielleicht anders eingeschätzt hätten? Ich stelle jetzt einfach mal so die Frage in die Runde. Gucken, ob da vielleicht jemand nachher noch was zu sagt. Also wie gesagt, wir nehmen das gerne auf. Ich lasse das mal offen. Sie brauchen ja vielleicht auch einen Moment zum Tippen. Also ich mache einfach dann gleich schon mal ein bisschen weiter. Nur wenn Ihnen dazu was einfällt, freuen wir uns, wenn Sie das noch kurz schreiben. Dann können wir das vielleicht auch einfach dann nochmal in die Runde geben, gleich dann für alle. Zum Thema Etikette-Märchen. Martina, es gibt ja total viele Sachen, ne, die so rumgeistern, die so richtig sind oder nicht richtig oder wo man es irgendwie nicht so weiß. Ja, also ich finde, also für mich ist es immer so, dieses Gesundheit sagt man nicht mehr, wenn jemand niest. Das finde ich ist immer noch sehr umstritten. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie das sehen, was Ihre Meinung dazu ist. Auch dazu können Sie uns gerne was schreiben. Ich persönlich finde schon, wenn man sich so gegenüber sitzt und jemand niest, dann kann man das durchaus sagen. Ich würde es mit Sicherheit auch nicht tun, wenn jemand gerade einen Niesanfall hat und man dann 25 Mal hintereinander Gesundheit wünscht. Das wirkt dann irgendwann lächerlich. Oder auch wenn Sie einen Vortrag irgendwo halten und
ihr Publikum, in ihrem Publikum grassiert gerade die Grippewelle und 25 Leute fangen dann hintereinander an zu niesen, immer im Abstand von einer Minute, dann kommen sie mit ihrem Vortrag nie zum Ende. Also insofern ab und an dann auch tatsächlich mal ignorieren. Ja. Ja, das ist auch, glaube ich, Ihre Meinung, wenn ich das hier richtig sehe. Also Gesundheit schadet nicht und böse gemeint ist es schon mal gar nicht. Nee, auf jeden Fall nicht. Ich denke halt nur, man sollte sich tatsächlich überlegen, so in welchem Rahmen ist das, ne? Also wenn ich jetzt halt so mit 5 Leuten an dem Tisch sitze und jemand niest, dann kann ich halt nach wie vor Gesundheit sagen. Aber wenn jetzt, wie gesagt, ich vielleicht wirklich in einem Vortragsraum bin und es ist gerade irgendwie eine Grippewelle um und es haben 20 Leute von den 50 nacheinander irgendwie Niesanfall, dann stört das einfach nur. Also deswegen, das würde ich dann tatsächlich von der Situation einfach abhängig machen, in welchem Rahmen man sich da befindet. Ja. Schön ist auch so, es darf nur mit Wein oder Sekt angestoßen werden. Das Bier könnte man da vielleicht auch noch drunter nehmen, aber es diskriminiert dann A, denjenigen, der nur Wasser trinkt, oder eben dann auch in dem Fall denjenigen, der ein Bier trinkt. Und das Thema Anstoßen hatten wir ja auch gerade, ne? Also Anstoßen ist ja prinzipiell schon mal gar nicht mehr. Richtig. Also insofern absoluter Blödsinn natürlich. Ja, auch alles, was fliegt, darf man mit den Fingern essen, ist auch schön. Also auch so ein Mythos, der uns untergekommen ist. Also da halt wirklich gilt die Regel, also wirklich nur so Chicken Wings, also als Fingerfood, wenn es denn dann wirklich Fingerfood ist. Alles andere dann bitte auch mit dem Besteck versuchen zu essen. Auch was ein bisschen durch die Hallengeister des modernen Sakros in allen Situationen offen zu tragen. Also auch wenn vielleicht einige Geschäftsbereiche durchaus leger sind, das kann ja mal möglich sein, kommt natürlich auch auf die auf das Unternehmen an. Aber ein Zweireiher, der würde offen wirklich nie gut aussehen. Und ein Einreiher ist bei offiziellen Anlässen auch immer zu schließen, zum Beispiel wenn Sie jetzt eine Rede halten oder vorgestellt werden oder was auch immer. Aber den dürfen Sie aufmachen, wenn Sie sich hinsetzen. Genau, aber nur dann. Genau. Ja. Haben Sie vielleicht auch, wenn Sie mögen, wenn Ihnen noch irgendwelche Mythen einfallen, die Sie gehört haben oder wo wir vielleicht einfach mal drüber diskutieren sollen, dann schreiben Sie uns das auch gerne im Chat. Also auch da können wir gleich gerne noch ein paar Minuten drüber sprechen, wenn Sie da Lust haben und Ihnen da vielleicht auch einfach Aussagen mal untergekommen sind. Können wir sicherlich auch einfach mal schauen, ob wir da vielleicht dann noch eine Antwort zu haben. Ich habe hier gerade eine Frage. Ziehe ich das Sakko aus, wenn ich mich hinsetze, oder lasse ich es immer an? Also Sie lassen es bitte immer an, es sei denn, Ihr Vorgesetzter oder Ihr Gastgeber zieht es irgendwann aus, dann dürfen Sie es auch ausziehen. Ansonsten aufmachen und hinsetzen und ausziehen erst dann, wenn alle anderen das auch tun. Aber nicht der Erste sein. Es sei denn, Sie sind der Gastgeber oder selbst der Vorgesetzte, dann ist das kein Problem. Ja, also wie gesagt, wir sind ja jetzt auch fast schon am Ende. Ich lasse jetzt mal einfach aber kurz mal diese Folie hier eingeblendet mit den Literaturempfehlungen, die wir Ihnen gerne noch an die Hand geben würden. Und da finden Sie nochmal zwei Bücher zu dem Thema, die auch über die gängigen Wege zu erwerben sind, zum Beispiel über Amazon. Und ja, die Ihnen da vielleicht einfach auch nochmal so ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wenn es vielleicht gerade zum Thema Restaurantbesuch oder eben halt auch um das Thema Business-Situation im Allgemeinen geht, kann das halt einfach nicht schaden, wenn man sich da vielleicht nochmal so einen kleinen Taschenguide zulegt, indem man vielleicht nochmal einfach die ein oder andere Sache nachschlagen kann. Es gibt im Internet auch eine schöne Seite, der junge Knigge. Das ist der Knigge überarbeitet. Da kann man auch viele Sachen sehr gut nachlesen. Ja. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall für Ihre nächsten geschäftlichen Beziehungen und Begegnungen erstmal viel Erfolg. Und es erscheint gleich auch noch eine kleine Umfrage zum Webinar. Und wir würden uns da sehr über Ihr Feedback freuen. Und ja, Martina. Ja, unser nächstes Webinar findet am 22.07. statt zum Thema Karrierefaktor Resilienz. Das wird gehalten von dem Business Coach Jens Glende. Webinare bieten wir ja auch sehr regelmäßig an und wir freuen uns immer, wenn Sie mal wieder Zeit und Interesse haben. Die Themen finden Sie grundsätzlich bei uns unter access.de/Webinare. Da werden alle regelmäßig veröffentlicht und auch sehr mit relativ viel Vorlauf eigentlich. Sie können sich da gerne immer anmelden. Wir freuen uns über jeden, der mit dabei ist. Herzlichen Dank und vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche. Ihre Nadine Hilder.
und Ihre Martina Glas.